Herzlich willkommen, liebe Studierende. Ich hatte in meinem ersten Video versprochen, dass ich in einem zweiten Video Ihnen kurz erklären möchte, wie wir in diesem Semester die für Sie wichtige Vorlesung zum allgemeinen Teil des bürgerlichen Rechts gestalten. Lassen Sie mich vielleicht kurz erklären, was ist normalerweise eine Vorlesung? Was können Sie dabei erwarten? Vorlesungen, das sind je nach Größe der Teilnehmerzahl mittelgroße bis große Veranstaltungen, wir würden so 60 Studierende sein, in denen ich versuche, Ihnen zu helfen, einen für Sie neuen Stoff zu erschließen. Das werden wir auch dieses Semester sehr gut machen können, wenn Sie aktiv mitarbeiten. Es gibt nämlich eine traditionelle Fehlvorstellung davon, was Vorlesung ist. Vorlesung, so wird sehr häufig unter Studierenden kolportiert, ist etwas, wo man sich einfach mal in den Raum reinsetzt und zuhört, was der Prof oder die Professorin so zu sagen hat. Und das ist vielleicht nicht das sinnvollste Konzept von Vorlesung. Sinnvoll ist, wenn man in den Raum reingeht, sich vielleicht schon mit dem Thema ansatzweise befasst hat, sich schon eigene Gedanken dazu gemacht hat und dann versucht, den Ausführungen des Professors zu folgen, diese gleichzeitig kritisch zu reflektieren und Fragen zu stellen. Und genau diesen interaktiven Teil, der wird uns dieses Semester ein bisschen schwerer fallen, weil wir nicht gemeinsam in einem tatsächlichen Raum anwesend sein werden, sondern weil wir uns in einem virtuellen Raum befinden. Was bedeutet das konkret? Wir haben uns am Lehrstuhl dazu entschlossen, dass wir die Vorlesung BGB-AT für Sie als Erstsemester in Form einer Live-Audio-Videokonferenz anbieten. Wir werden das über die Plattform Zoom machen. Sie werden auf unserer E-Learning-Plattform, dazu werde ich gleich etwas sagen, jedes Mal vor jeder Vorlesung einen Link finden, den klicken Sie an und dann können Sie hier der Videokonferenz beitreten. Wenn Sie gar nicht zeitlich teilnehmen können, haben wir auch dafür eine Lösung gefunden. Das werde ich Ihnen etwas später erklären. Ich möchte Sie herzlich ermuntern, dass Sie mit Video teilnehmen, damit ich weitgehend Ihre Reaktionen sehen kann, weil die mir mitteilen, ob das, was ich gerade sage, bei Ihnen ankommt oder ob Sie nur Bahnhof verstehen, weil ich auch nur vom Bahnhof spreche. Also, nehmen Sie an dieser Zoom-Konferenz teil, nehmen Sie vorzugsweise über Videokonferenz teil. Wir werden das durchaus hinkriegen. Was mir wichtig ist, in dieser Vorlesung, dass wir weitgehend interagieren können. Wir werden das daher so machen, dass ich versuche, den Stoff mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten, indem ich zunächst 10, 15 Minuten Lerneinheiten präsentiere und dann werden wir in eine Fragen-Antwort-Teil einsteigen. Diese Zoom-Plattform, über der wir zu Zeiten der Vorlesung, die genauen Daten finden Sie auf dem Factsheet, auf meiner Website bzw. auf der E-Learning-Plattform. Ich habe das nicht vergessen, ich komme auf die Plattform noch zurück. Dort finden Sie also die Zeiten, zu denen wir diese Konferenz veranstalten werden. Ich hatte in meinem ersten Video gesagt, dass es in diesem Semester ein Semester wird, in dem wir experimentieren, evaluieren und dann verändern. Das werden wir auch bei diesem Format zur Hand haben. Wir werden das 2 Wochen durchexerzieren und dann werden wir am Ende gemeinsam über eine Evaluation herausfinden, ist das sinnvoll, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sollen wir daran verändern. Und auch deshalb bitte ich Sie ganz herzlich, sich in den ersten 2 Wochen rege und intensiv daran zu beteiligen. Zweiter Punkt. Diejenigen, die zu den Vorlesungszeiten sich nicht beteiligen können, weil sie andere Aufgaben haben, was ich gut verstehen kann und gerade in diesem Semester sehr gut verstehen kann. Oder diejenigen, die sich grundsätzlich extrem unwohl fühlen, in der Öffentlichkeit zu sprechen und dann noch in einer virtuellen Öffentlichkeit zu sprechen, denjenigen bieten wir an, dass der aufgezeichnete Vorlesungsstream im E-Learning jederzeit zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt wird. Wir stellen also sicher, dass diejenigen, die Zoom nicht nutzen können oder Zoom nicht nutzen wollen, auf jeden Fall an der Vorlesung beteiligt werden können. Sie vermissen daran vielleicht das interaktive Element, aber Sie haben jedenfalls die Möglichkeit, partizipieren zu können an dieser Lehreinheit und sei es nur in einer etwas passiveren Form. Der wichtigste Pfeiler, in dem
diese ganze Lehreinheit der Vorlesung organisiert wird, ist die E-Learning-Plattform. Auf dem Factsheet auf der Website haben Sie dazu einen Link. Sie finden das auch, wenn Sie in die E-Learning-Plattform der Uni Bayreuth hineingehen. Auf dieser E-Learning-Plattform finden Sie die gesamte Struktur unserer Lehrveranstaltung. Was bedeutet das konkret? Sie finden solche Lehrvideos dort verlinkt. Sie finden die ganzen Fälle und Falllösungen, die Sie in der Vorlesung, in den PÜs, dazu gleich mehr, und in den Tutorien, dazu auch gleich mehr, besprechen werden. Sie finden zusätzliches Lehrmaterial, das ich mit meinem Team gemeinsam ausgesucht habe und von dem ich glaube, dass es Ihnen hilft, konkret den Stoff zu erarbeiten, allerdings auch darüber hinausgehend bestimmte methodische Fragen sich zu erschließen und juristisches Handwerkszeug zu erlernen. Das ist etwas, was man gar nicht genug betonen kann und das ist besonders wichtig. Es gibt einen Grund, warum ich hier vor einer Bücherwand stehe. Das liegt nicht daran, dass Bücherwände Statussymbole von Professorinnen und Professoren sind, sondern es liegt daran, dass Bücher, Literatur, sei es nun verkörpert, so wie hier, oder sei es digital, so wie wir die Texte Ihnen zur Verfügung stellen werden, dass diese Texte ein ganz wichtiges, ja vielleicht das allerwichtigste Handwerkszeug sind, das wir Juristinnen und Juristen haben. Nutzen Sie das digitale Semester ganz besonders dazu, sich mit diesen Textformaten auseinanderzusetzen. Juristerei ist, das werden Sie im Laufe Ihres Studiums sehen, eine Veranstaltung, die ziemlich solitär mit sich und Texten stattfindet. Nutzen Sie das Angebot, was wir Ihnen auf der E-Learning-Plattform unterbreiten, um einzutauchen in diese Welt der Texte und sich damit auseinanderzusetzen. Auf der E-Learning-Plattform werden wir auch die Links zu den Zoom-Videokonferenzen jederzeit mitteilen, dass Sie sich nur dort einloggen müssen und mit einem Klick sind Sie auf der Zoom-Plattform dabei. Liebe Studierende, ich hatte vorhin PÜs erwähnt. PÜs ist die Kurzform für propädeutische Übungen. Das ist der zweite Pfeiler der Präsenzlehre, die wir in diesem Semester digital stattfinden lassen. Der zweite Pfeiler, der Ihnen hilft, gemeinsam mit uns, in diesem Fall gemeinsam mit meinem Lehrstuhlteam, durch die unsicheren Gewässer des Zivilrechts im ersten Semester zu navigieren. Was wollen wir in diesen PÜs mit Ihnen gemeinsam machen? Wir werden in diesen PÜs Fälle besprechen und Ihnen zeigen, wie Sie diese Fälle mit dem richtigen Handwerkszeug und mit der Anwendung des gelernten Wissens und mit der Anwendung der erlernten Kompetenzen angemessen lösen können. Wir werden dazu die Fälle nehmen, die wir in der Vorlesung teilweise ansatzweise besprechen, teilweise eben nicht besprechen. Aber Sie haben hier einheitliche Fälle in der Vorlesung und in der PÜ. Und in der PÜ werden wir diese lösen. Wie läuft das dieses Mal ab? Wir werden die PÜs auch über Audio-Videokonferenzen machen, nicht über Zoom, sondern über Skype for Business. Sie können sich als Studentin, als Student der Universität Bayreuth diese Applikation kostenlos herunterladen. Wir werden hier auf der E-Learning-Plattform die Links Ihnen bereitstellen, damit Sie sich rechtzeitig informieren können und damit zum Start der PÜ Sie bereit sind. Wie Sie an diesen PÜs teilnehmen können, erfahren Sie auf dem Factsheet zu den Veranstaltungen im bürgerlichen Recht erstes Semester, das auf unserer Webseite vorhanden steht. Sie müssen sich anmelden und ich bitte Sie, dass Sie sich so verteilen, dass möglicherweise alle PÜs angemessen ausgelastet sind. Sollte das nicht gelingen, werden wir eventuell Losverfahren durchführen müssen. Dafür bitte ich Sie schon jetzt um Ihr Verständnis. Es ist aber wichtig, dass es sich um kleinere Gruppen handelt. Und es ist gerade bei einer digitalen Lehre wichtig, dass es sich um kleine Gruppen handelt, weil Sie dadurch die Chance haben, tatsächlich mit der PÜ-Leiterin und dem PÜ-Leiter in einem engen Austausch zu treten und sich dadurch Lernerfolge besser einstellen lassen. Und dann, meine Damen und Herren, hatte ich Tutorien erwähnt. Tutorien ist der dritte Pfeiler der Präsenzlehre, die wir in Bayreuth anbieten, um Ihnen Unterstützung auf Ihren Weg in das Privatrecht zu geben. Tutorien werden geleitet von fortgeschrittenen Studierenden, die wir am Lehrstuhl ausgewählt haben. Ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr gute Studierende ausgewählt haben, die sowohl didaktisch als auch fachlich hier gezeigt haben, dass Sie tatsächlich leistungsfähig sind. In den Tutorien werden Sie in diesem Semester eine etwas andere Betreuung erleben als sonst. Wir werden die Tutorien nur in einem zweiwöchigen Rhythmus durchführen. Das bedeutet nämlich, dass Sie sich alle zwei Wochen auch hier über Skype
for Business über Videokonferenz oder Audiokonferenz sich mit ihrem Tutor, ihre Tutorin zusammenschalten. Sie werden dann dort die Grundzüge eines Falles besprechen. Und die Fälle sind die Fälle, die Sie schon aus der Vorlesung kennen, die Sie aus der BÜ kennen, die Sie aber weder in Vorlesung noch in der BÜ tiefgehend behandelt haben. Das machen wir in diesem dritten Fall. Sie werden also über diese Fälle mit dem Tutor diskutieren. Und das Wichtigste ist, dass Sie dann zu Hause eine Falllösung sich erarbeiten. Sie schauen sich also durch und üben, wie kann man diesen Fall lösen. Und da geht es nicht darum, dass Sie den Fall inhaltlich richtig lösen, sondern dass Sie das Handwerkszeug erlernen, die spezifische juristische Methode, wie wir Juristen auf Fallprobleme versuchen, Antworten zu finden und sie so transparent und nachvollziehbar wie möglich zu gestalten, dass andere Juristinnen und Juristen unseren Gedankengang und unsere Entscheidung, die am Ende steht, nachvollziehen und insofern auch kritisch bewerten können. Dieses Handwerkszeug ist ganz essentiell und das müssen wir Ihnen auch in Zeiten des Coronavirus beibringen, weil das einen deutschen Juristen, eine deutsche Juristin auszeichnet. Wie werden wir das in den Tutorien machen? Ich hatte es schon erwähnt, Sie treffen sich alle zwei Wochen über Videokonferenzen mit dem Tutor und das werden wir auch das ganze Semester so durchführen, sollte es auch zu Veränderungen in der Präsenzlehre kommen. Dieser Pfeiler wird so bleiben. Sie treffen sich alle zwei Wochen in einer Videoschalte. Sie besprechen ansatzweise den Fall. Dann haben Sie eine Woche Zeit, den Fall zu lösen. Sie schicken dann den gelösten Fall, nachdem Sie ihn eingescannt haben, sei es mit Ihrem Smartphone, sei es mit einem Drucker, welche Möglichkeiten Sie auch immer wählen. Sie schicken den gelösten Fall an die Tutorin, den Tutor. Und die Tutorin hat dann eine Woche Zeit, den Fall zu korrigieren und wird Ihnen dann die korrigierten Lösungen wieder zurückschicken. Dann wird in der nächsten Einheit dieser Fall kurz besprochen und vor allen Dingen wird die Tutorin auf typische Fehler eingehen, die mehrfach gemacht worden sind, die also von mehreren von Ihnen gemacht worden sind. Dadurch erhoffen wir uns einen Lerneffekt. Sie werden im Semester einmal die Chance haben, dass sich der Tutor, die Tutorin mit Ihnen in einer Face-to-Face-Videokonferenz trifft und Ihre Lasurlösung, die Sie dann ausgewählt haben, konkret und detailliert durchbesprechen wird, um zu zeigen, was haben Sie gut gemacht, was haben Sie weniger gut gemacht, wo ist erheblicher Verbesserungsbedarf und wo sind Sachen, die Sie noch nacharbeiten müssen. Wir erhoffen uns dadurch auch eine größere Unterstützung für Sie und Ihre Lehre. Ich kann also nochmal zusammenfassen. Wir haben für Sie im ersten Semester drei Pfeiler, in denen wir digitale Lehre als Präsenzveranstaltungen simulieren. Das ist die große Vorlesung über Zoom-Konferenzen. Das sind die kleineren Einheiten PÜ, Skype for Business und Tutorium, ebenfalls Skype for Business. Das alles wird zusammengehalten von der E-Learning-Plattform, in der Sie die Links finden und in denen Sie das ganze Material finden, das wir Ihnen bereitstellen. Wir hoffen, dass wir dadurch Ihren Einstieg in Ihr Jurastudium erleichtern können. Wir hoffen dadurch, dass wir ein bisschen was von der Campus-Atmosphäre simulieren können. Und wir hoffen sehr, dass Sie dadurch Spaß und Lust auf Jura bekommen. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie uns an technikrecht@uni-bayreuth.de. Wir werden Ihnen antworten. Vielen Dank.